Heute steigt bereits der nächste große Lockdown-Gipfel im Bundeskanzleramt. Die Bundesregierung berät dabei mit den Sozialpartnern und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie man sinnvollerweise in die zweite Hälfte des Lockdowns gehen soll. Zum einen wird natürlich Bezug genommen auf die aktuelle epidemiologische Lage, aber auch auf die andere neue Variante, die Omikron-Variante. Auch frage ich natürlich, wie es nach dem 12. Dezember weitergeht. Bleiben wir alle in einem Lockdown oder darf zumindest nur der Handel vor Weihnachten öffnen? Hier liegen schon die Gerüchte zufolge eben am Tisch, dass vielleicht es wirklich so sein soll, dass der Handel öffnen darf und Gastronomie und Hotellerie, Freizeitbetriebe und alle anderen Bereiche weiterhin geschlossen bleiben. Natürlich auch die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen sind heute ein Thema, denn die dürfen maximal für 10 Tage beschlossen werden. Und daher muss heute Nachmittag bereits ein Vorentwurf am Tisch liegen.